mit dem, was heutzutage jetzt so als Psychedelic Rock angeboten wird, haben wir eigentlich nichts zu tun. Da kommen wir auch wirklich aus einer ganz anderen Zeit. Na, in Anbetracht dessen, dass es halt nur eine Fehlbenutzung des Wortes Psychedelic ist, um halt langweilige Independent- oder Heavy-Metal-Musik aufregend zu gestalten, das ist irgendwie, sage ich mal, eher abstoßend für uns. Weil wir halt eher diesen drückenden, schiebenden, tanzbaren, groovy Sound haben möchten, irgendwie, der eigentlich hier in Deutschland gar nicht mehr so populär ist. Und insofern erklärt sich das relativ einfach, dass wir im Ausland recht gut ankommen damit. Das Einzige, was ich da vielleicht nur wieder sagen kann, das ist vielleicht so ein bisschen mal wieder der visionäre Blick Düsseldorfer Musiker, der sich da offenbart. Also grundsätzlich stimmt schon, also Düsseldorf hat wahrscheinlich keine Musikszene, hat tatsächlich zu wenig Auftrittsmöglichkeiten und liefert auch zu wenig Förderung. Aber auf der anderen Seite ist es auch eigentlich egal, weil irgendwo muss sich ja die Spreu vom Weizen trennen. Auf die Masse an Bands, die von hier kommen, glaube ich, ist das ein Schnitt irgendwie, wo halt sehr, sehr viele andere Städte nicht mithalten können. Und das ist dann wahrscheinlich der Punkt, wo es ein bisschen schade ist, halt, dass sich dann Düsseldorf als Stadt nicht um so eine Sache kümmert. Weil da, sage ich mal, ist der einfachste Beweis, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Wo ist der Kraftwerkplatz? Es gibt ihn hier nicht. Und ich denke mal, eine kulturgeförderte Stadt oder eine Stadt mit einer vernünftigen Kulturförderung würde erstmal gucken, dass wir hier in Düsseldorf sowas bekommen. In Liverpool gibt es ja auch ein Beatles-Museum. Warum gibt es denn das hier nicht als Kraftwerkmuseum? Verstehe ich bis heute nicht. Was vor allen Dingen interessant sein sollte, ist ja auch damals auf Triggerfish Records erschienen, das erste Album. Insofern passend zum Portal, auf dem wir uns gerade hier befinden. Aber ich sag mal, wir haben ja nächstes Jahr 15-jähriges Jubiläum mit dem Album. Insofern wird da wahrscheinlich einiges nach oben gespült werden, was man gar nicht sehen möchte. Och, mal wieder was ganz besonders Schönes wahrscheinlich. Also, ich habe da auch keine Ahnung, weil es ist ja noch nicht fertig. Die Sache ist, wir machen ja eh die ganze Zeit Musik irgendwie halt. Also Stillstand ist gleich tot. Deswegen versuchen wir die ganze Zeit produktiv zu sein. Und in der Regel war es auch immer so gewesen, wenn wir an einem neuen Album gearbeitet haben, gab es erstmal ein anderes neues Album, das halt in der Zeit entstanden ist, bevor das eigentliche neue Album fertig geworden ist. Insofern machen wir da eigentlich auch nur. Also das ist lieber arbeiten statt denken, da kommt einfach mehr bei rum.